Gestern Nacht wurden die Bewohner der Stadt Landshut von einem Erdbeben aus dem Schlaf gerissen, das die Stärke 3,6 auf der Richterskala erreichte. Das Epizentrum des Bebens wurde von den Seismologen im Raum Kaltental ausgemacht. Es richtete Gott sei Dank keinen größeren Schaden an. Allerdings von wegen keine Schäden, vier Gläser meiner Brombeermist. Mit größter Wahrscheinlichkeit mit kleineren Nachbeben zu rechnen. Kein Erdbeben, aber dafür einen Erdrutsch ergab die Auszählung der Stimmen vom letzten Wahlsonntag in Kaltental. Mit über 75% der Wählerstimmen ist der langjährige Amtsinhaber Wolfgang Röller bestätigt worden. Diesen überwältigenden Sieg verdankt er vor allem seinem Wahlversprechen, Kaltental zur Kurstadt Bad Kaltental umzubenennen. Haben Sie denn was Neues aus München gehört? Ja, wie denn? Die Mutter Oberin redet nicht mehr mit mir. Dann ist es also amtlich. Wir müssen ausziehen. Auch das noch. Frau Dornfelder, grüß Gott. Grüß Gott. Ist es mal wieder soweit? Ja, heute Abend. Und ich wollte Sie bitten, Frau Dornfelder, Sie haben doch sicherlich gehört, dass Herrn Wöller vom Gericht unser Kloster zugesprochen wurde. Und so sehr ich auch Ihre Bemühungen um das Elend dieser Welt begrüße, Sie müssen leider dieses Jahr auf unsere Teilnahme verzichten. Dafür habe ich volles Verständnis. Es geht um Herrn Wöller. Möchten Sie vielleicht einen Tee? Nein, vielen Dank. Ich habe alles versucht, um ihn zu überreden, aber er lehnt ab. Ja, aber er ist doch auf allen Plakaten groß angekündigt. Das ist ja die Katastrophe. Naja, er muss jetzt keiner Wählerstimme mehr hinterherrennen. Ich brauche ihn aber. Jetzt erst recht, wo der Herr Direktor Nussbaum seinen Auftritt abgesagt hat. Wie stehe ich denn da? Sagen Sie bloß, Sie haben die Plakate gedruckt ohne seine Einwilligung. Bisher hat es doch auch immer geklappt. Bitte, Schwester, mein Ruf und mein Lebenswerk stehen auf dem Spiel. Na gut, aber... Ich bin gerade auf dem Parkplatz eingetroffen. Genau. Heiliger Strohsack. Das war ein Blumentopf von oben. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Frau Dornfelder und ihrer Wohltätigkeitsveranstaltung heute Abend. Bei der ich nicht teilnehmen werde und wenn die Gute noch so viel Plakate drucken lässt. Ah. Der Herr Oppositionsführer, hallo Heinz. Du, das tut mir fast leid. Ich meine, 75% ist ja wirklich der Hammer. Aber wir könnten ja das Kriegsbeil begraben und gemeinsam Bad Kaltental. Du kannst mich kreuzweise. Haben Sie das gehört, Frau Labern? Dann eben ohne dich und deine drei Hanseln. Ja? Nicht mal anständig verlieren kann der Mensch. Aber was schert sich die deutsche Eiche, wenn sich die Sau dran wälzt? Weiter im Text. Hat die Mutter Oberin endlich was von sich hören lassen? Nur schriftlich und ohne Kommentar. Schriftlich? Und das, obwohl ich ihr 3 Dutzend Landstiege habe zukommen lassen. Also, was will sie? Sie hat das Kloster von einer lokalen Maklerfirma schätzen lassen und den Kaufvertrag geschickt. Und kein Wort von meinem Kompromissvorschlag. Ich sagte doch ohne Begleitschreiben. Also mit der haben sie es sich ein für alle Mal verdorben. Na los, zeigen Sie hier. Kaffee? Oder Wasser mit Kopfschmerztabletten? Es war wohl etwas spät gestern, ihre Stimmung nachzuschließen. 4 Millionen? Ja, ich habe natürlich sofort den Makler angerufen. In dem Betrag ist der Wert der Heilquelle noch nicht mal inbegriffen. Also, Kaffee oder? Weder noch. Sie sagen alle Termine ab. Ich fahre nach München. Also, ich verstehe Sie nicht. Wegen der Million wird doch der Bock auch nicht fett. Frau Lahmann, es geht doch gar nicht ums Geld. Ich muss verhindern, dass die Mutter Oberin die Damen dort abzieht und die Filiale dicht macht. Auf einmal? Ja, mein Gott, ich bin auch nur ein Mensch. Ja. Und alleine der Gedanke, dass ich, also meine Schwester Lotte, ich habe mich doch so an sie gewöhnt. Naja, das hätten Sie sich mal früher überlegen müssen. Er konnte nicht ahnen, dass diese Nebelcreme München alles so persönlich nimmt. Ja,
Möller. Und ich weiß auch, warum, Frau Labert. Weil Schwester Lotte ist eine so herausragende Persönlichkeit. Sie ist charmant, witzig, raffiniert. Und obendrein sieht sie noch besser aus. Möller. Ja, das müssen Sie doch zugeben, Frau Labert. Und ich meine, dazu muss man nicht Psychologie studiert haben, ja? Um eines klar zu sehen, dass diese Giftspritze von Oberin eine Schwester wie die Lotte nicht neben sich dulden will und kaltstellen will, egal was es kostet. Ich glaube, das sehen Sie völlig falsch, Herr Möller. Ja. Wie lange stehen Sie schon da? Grüß Gott, Schwester. Wollen Sie einen Kaffee? Grüß Gott, Frau Labert, ein Kaffee wäre herrlich. Ja, Moment. Ich wollte Ihnen zu Ihrem Wahlsieg gratulieren, obwohl ich glaube, dass der liebe Gott nicht besonders glücklich darüber ist, in Anbetracht des Erdbebens. Es würde mich nicht wundern, wenn plötzlich alle Schleusen im Himmel aufgingen und Feuer vom Himmel fiele. Ach, hören Sie doch auf. Der liebe Gott hat meinetwegen noch nie einen Finger gekrümmt, geschweige denn die Erde beben lassen. Hier, schauen Sie sich das an. Kaufvertrag. Ja, wieso ist sie plötzlich so milde geworden und einsichtig? Ich dachte, sie wollte in Revision gehen. Ich fürchte, das ist meine Schuld. Das sage ich doch. Ihre psychologischen Ergüsse in allen Ehren, Herr Böller, aber ich glaube, da sind Sie völlig falsch gewickelt. Ich kann der Mutter Oberin nicht das Wasser reichen. Lächerlich. Ich kann das als Mann... Und Sie auch nicht, mit Ihren Tricks und Winkelzügen. Ja, wer hat denn die Brauerei ergattert? Ich. Und wer hat den Prozess gewonnen? Auch ich. Und jetzt, wo ich die Mehrheit des Gemeinderates hinter mir habe, sind den Möglichkeiten keine Grenzen mehr gesetzt. Herr Böller... Wenn wir beide jetzt eine Seilschaft bilden, dann können wir die Welt aus den Angeln heben. Das ist jetzt eigentlich nicht so wörtlich gemeint, aber bitte. Sie und ich... Sie fahren jetzt mit mir nach München. Und wir beide schaffen es bestimmt, die Mutter Oberin von ihrem hohen Ross runterzuholen und mit Argumenten so zuzudecken, dass sie einsieht, dass es für alle Beteiligten die beste Lösung ist. Und sagen Sie jetzt nicht nein, weil, wenn ich schon einmal eine Lanze für eine gute Sache brechen möchte, bitte sehr. Tut mir leid, ich habe etwas gekleckert bei dieser ständigen Wackelei. Sie kleckern, wir klotzen. Felicitas. Wie soll ein Mensch da schlafen, wenn ständig einer am Bett rüttelt? Resi ist auch schon ganz durcheinander. Du fällst noch mal tot um. Das hält doch kein Mensch aus, Nachtschicht und dann einfach durchmachen. Das ist sowieso meine letzte Schicht. Wenn wir alle nach Köln evakuiert werden, dann bin ich meinen Job los. Ich kann es noch immer nicht glauben. Lotte ist schuld. Sag doch sowas nicht. Die Mutter Oberin will Lotte ein für alle Mal beweisen, wer hier das Sagen hat. Sonst würde sie doch niemals aufgeben, schon gar nicht gegen einen wie Wöller. Also sowas kann wirklich nur dir einfallen. Auf die Idee, dass Bischof Rossbauer sie vielleicht daran gehindert hat, kommst du natürlich nicht. Du hast doch selber davon gehört, dass er die Mutter Oberin abgemahnt hat, als sie sagte, sie wolle in Revision gehen. Dein Heilwasser ist alle. Stimmt. Ich wollte nachher sowieso Neues holen. Weißt du was? Eigentlich ist deine Heilquelle an allem schuld. Meine Heilquelle? Ja. Wenn du sie nicht gefunden hättest, dann wäre der Wöller nicht so scharf auf unser Kloster. Also, Felicitas, du gehst jetzt lieber wieder ganz schnell ins Bett, bevor ich mich versündige und schlecht von dir denke. Komm, Resi. Wir sind hier nicht erwünscht. Sie wissen genau, dass es noch nie meine Art war, Ihnen in Ihre Ordensangelegenheiten hineinzureden oder etwa gar von meinem Amt Gebrauch zu machen. Aber im Fall Kaltental habe ich einfach keine andere Wahl. Vor mir und meinem Gewissen. Und vor allem vor meinem Herrn und Schöpfer. Bemühen Sie nicht den Herrn und Schöpfer. Und was Ihr Gewissen angeht, Sie scheuen doch nur die Kosten einer Revision. Sie wissen genau, dass das nicht stimmt. Und die Kosten für die anfallenden Investitionen für die Vermarktung des Heilwassers. Frau Reuter! Also kommen Sie mir nicht mit Gewissen. Oh mein Gott, habe ich das wirklich gesagt? Exzellenz, das... Oh Gott, das wollte ich nicht. Das tut mir leid. Selig sind die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelsreich.
Sie sind zu gescheit, Frau Reuter. Und wenn Sie ein Mann wären, hätten Sie mich längst links überholt. Und säßen in der Kurie in Rom. Oder wären Chefin bei der Vatikanbank oder sonst ein hohes Tier. Herr Rossbauer, bitte nicht. Und ich bin sicher, Sie hätten das Zeug dazu, mit dieser Heilquelle ein Unternehmen mit Millionen Erträgen aus dem Waldboden zu stampfen. Aber als Ihr Beichtvater und Oberhirte kann ich Ihnen allerdings nur raten, sich auf die Regeln Ihres eigenen Ordens zu besinnen, die da lauten Armut, Keuschheit und Gehorsam. Zu Ihrer Beruhigung kann ich Ihnen sagen, dass ich Ihrer Anordnung Folge geleistet habe. Herrn Wöller wurde gestern per Eilboteneinschreiben der Kaufvertrag zugesandt. Tatsächlich? Sie können mir glauben, es ist mir nicht leicht gefallen, diesem größenwahnsinnigen, kleinkarierten Lokalpolitiker nachgeben zu müssen. Jeder Mensch hat seinen Preis. Also, alles kann mir Ihre Mutter Oberin vorwerfen, nur eins nicht. Dass sie ein gutes Geschäft nicht von einem schlechten unterscheiden kann. Begreifen Sie doch endlich. Es geht in Ihrem Fall nicht ums Geld, sondern ums Prinzip. Nur mir zuliebe hat sie sich auf das alles eingelassen. Wenn es nach der Mutter Oberin gegangen wäre, dann hätte sie das Kloster Kaltental schon längst an den Meistbietenden verkauft. Aber als ich nach Nigeria gegangen bin, da habe ich mir gedacht, so, jetzt zeigt sie es uns. Vor allen Dingen mir, wie man sowas nach allen Regeln der Kunst durchzieht. Sie denkt natürlich, sie kann mich über den Tisch ziehen. Herr Wöller, wir haben nur eine einzige Chance, Ihren Kompromissvorschlag bei ihr anzubringen. Sie müssen ihr das Gefühl geben, die Gewinnerin zu sein. Wissen Sie was? Lassen Sie mich reden. Mir konnte noch keine Frau widerstehen. Ich meine, auf Dauer. Auch Sie nicht. Leider bin ich emotional noch nicht ganz darüber hinweg. Deshalb verzeihen Sie mir bitte diesen Ausrutscher von eben. Wer bin ich, Ihre Gewissensentscheidungen in Frage zu stellen? Ich wollte nur fragen, ob Ihre Besprechung noch lange dauert. Bei mir warten nämlich Herr Wöller und Schwester Lotte. Und Sie hätten der Mutter Oberin ein Angebot zu unterbreiten. So, hätten Sie. Geschafft. Seine Exzellenz verabschiedet sich gerade. Geben Sie das hier lieber mir, sonst kommt er hier nie raus. Er ist ganz süchtig nach den Ingwerplätzchen von Schwester Agnes. Herr Wöller und Schwester Lotte. Grüß Gott, Exzellenz. Grüß Gott. Eine interessante Konstellation. Und zum Gruße, Exzellenz. Bemühen Sie sich nicht, Herr Wöller. Frau Reuter wartet schon. Und ich hoffe nur in Ihrem Sinne, dass dieser Besuch keine allzu großen Schwierigkeiten birgt. Wie ist denn die Mutter Oberin drauf? Sagen wir, sie ist eine offene Wunde, in die Sie auf keinen Fall Salz streuen sollten. Hm. Schauen Sie mich nicht so an. Ich habe keinen Salzstreu mit. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir könnten, wie damals der Herr bei der Bergpredigt, aus diesen vergammelten Fischen frische Brötchen backen. Und zwar reichen die für alle. Herr Weller, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber von der Bergpredigt verstehen Sie so viel wie ich von Kardanwellen und Zündkerzen. Danke für den Kaffee und die Ingwerplätzchen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Jetzt gehen Sie schon. Die Mutter Oberin lässt man nicht warten. Vor allem nicht in Begleitung dieses Herrn. Entschuldigen Sie, wie darf ich das verstehen? Verstehen Sie es, wie Sie wollen. Die beiden wurden noch vom Bischof aufgehalten, aber sie kommen jetzt. Ich bin sicher, Sie entschuldigen diesen spontanen Besuch in Anbetracht der Tragweite der anstehenden Entscheidung. Und um es vorwegzunehmen, das war meine Idee, nicht die von der Schwester Lotte, nicht, dass Sie ihr das ankreiden. Gelobt sei Jesus Christus. Ist das der Kaufvertrag? Wie? Ach so, ja, ja. Haben Sie unterschrieben? Nein, deswegen sind wir ja hier, können ja Platz nehmen. Das wird sich nicht lohnen, denn sobald Sie unterschrieben haben, möchte ich Sie bitten, wieder zu gehen. Bitte, Mutter, hören Sie Herrn Wöller doch erst einmal an. Ich bin nicht hier, um mich an Ihrer Niederlage zu weiden, wie Sie vielleicht annehmen. Das Gegenteil ist der Fall. Ich möchte Ihnen zu Ihrem Sieg gratulieren. Sieg? Ja, was sonst? Ja, Sie haben mit großem Eifer diese Enteignung abgewimmelt und dann haben Sie noch mehr als 1 Million dazu verdient. Also, da wo ich herkomme, nennt man so etwas einen Erfolg. Rote Rosen, gleich 3 Dutzend. Ja. Und jetzt diese Hymne auf meinen Erfolg. Diese Strategie ist sicher auf Ihrem Mist gewachsen. Aber nehmen wir einmal an, ich wäre eitel genug, um auf diese Schmierenkomödie reinzufallen. Zu was möchten Sie mich rumkriegen? Ich meine, das ist Ihnen ja schon bekannt, aber bitte, ich wiederhole das gerne. Das Kloster zurückgeben kann ich nicht. Weil laut Gerichtsbeschluss bin ich verpflichtet, Sie zu entschädigen. Aber
die Gemeinde könnte Ihnen das Gebäude zu einem symbolischen Mietzins, sagen wir von 1 Euro, das Gebäude vermieten und somit den Verbleib der Insassen garantieren. Und ich könnte mich im Gemeinderat dafür stark machen, dass Sie an dem Erlös aus dem Vertrieb von dem Heilwasser beteiligt werden. 10%? Ja. Mutter, das können wir unter eigener Regie niemals erwirtschaften. Im Gegenzug hätte ich gerne, dass Sie uns den Namen Bad Kaltental überlassen zur Vermarktung. Und da war ja noch was. Ja, dass die Verfilmung der Romane von Schwester Hildegard natürlich auch in Kaltental stattfindet. Genau, weil das ist ja eine Reklame, die ist ja unbezahlbar, ne? Nehmen Sie bitte Platz. Seit es nicht mehr verboten ist, dass wir uns sehen und seit ich bei dir wohne und alles, da leben wir nebeneinander her wie ein altes Ehepaar. Daher weht der Wind. Du willst mich loswerden, weil dein Mann zurückkommt. Hat er nicht gesagt, 14 Tage, die sind bald um, stimmt's? Max kommt nicht mehr zurück. Was? Er kommt nicht mehr zurück. Er will mit den Kindern in London bleiben. Woher weißt du das? Rebecca hat angerufen. Die Firma dort hat ihm wohl ein tolles Angebot gemacht und... Und jetzt tut's dir leid, dass du ihn verlassen hast. Mir tut es leid, dass wir es nicht geschafft haben, das Schöne, das wir hatten, am Leben zu erhalten. Und das alles, weil ich mit Kollegen ein Bier trinken gegangen bin? Ich bitte dich. Du weißt genau, was ich meine, Tom. Du bist ein Junggeselle. Du bist dir nicht gewöhnt, immer jemanden um dich zu haben. Und obendrein noch ein Kind in deiner kleinen Wohnung, die ich ja noch umgeräumt habe und wo du nichts mehr findest. Schon, aber... Entschuldige, aber bei uns ging's drunter und drüber. Und das Erdbeben. Stell dir vor, es hat sogar den heiligen Florian vom Altar gekippt. Störe ich? Nein, nein. Tom muss sowieso zum Dienst. Na gut, darüber reden wir noch, ja? Ich finde, du siehst das einfach zu ernst. In jeder Beziehung gibt's Probleme. Tschüss. Gina, du musst mir helfen. Kannst du heute den Laden übernehmen und auf die Kleine aufpassen? Was ist denn? Ich muss nach London. Um 12.45 Uhr geht mein Flieger. Und mit der Maschine um 20.45 Uhr kann ich wieder zurück sein. Barbara. Rebecca hat angerufen. Max will in London bleiben. Und sie glaubt, er hat eine Freundin. Unterschreiben Sie bitte. Mutter. Sie sind also wild entschlossen, alle Brücken abzubrechen? Herr Wöller, respektieren Sie meine Entscheidung und unterschreiben Sie. 15%. Erstens ist Ihr Angebot kein Angebot, sondern ein Bestechungsversuch, bei dem Ihre Gemeinde und die Steuerzahler die Leidtragenden sind. Zweitens sind Sie doch nur so kulant, weil Sie Schwester Lotte im Kaltental halten wollen. Ersparen Sie mir Ihre Motive noch weiter zu ergründen. Und drittens, selbst wenn ich mich dazu hergeben wollte, ich könnte es nicht, weil auch ich Vorgesetzte habe und weisungsgebunden bin. Bischof Rossbauer? Bischof Rossbauer, ja. Also zum letzten Mal Ihre Unterschrift bitte. Wissen Sie was? Ich glaube Ihnen kein Wort. Aber bitte, Sie sollen Ihren Willen haben. Aber in diesem Falle nehme auch ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Das, was ich Ihnen gerade vorgesetzt habe, das vergessen Sie am besten. Weil Sie haben nicht nur den Prozess verloren, sondern auch die Heilquelle und die Brauerei. Und ich gehe hier als Sieger vom Platz. Damit wir das ein für alle mal festhalten. Na, endlich sind die Fronten wieder klar abgesteckt. Kommen Sie, bevor ich hier durchdrehe und irgendwelche bunten Scheiben eintrete. Moment! Moment. Sie können gehen. Aber mit Schwester Lotte hätte ich gerne noch ein paar Takte unter vier Augen gesprochen. Wir sehen uns dann im Auto, ja? Und nun zu Ihnen, Schwester Lotte. Hier, für Sie. Herr Bachmann. Barbara nicht da.
Nein. Sie sitzt im Flieger nach London. Was? Ja. Warum? Weil ihre Tochter ihr alles erzählt hat. Was erzählt? Na, dass sie in London bleiben wollen mit ihrer neuen Freundin. Und da hat Barbara einfach Panik gekriegt. Rebecca, diese kleine Intrigantin. Wie? Ich habe keine neue Freundin. Aber der Rest stimmt. Ich will in London bleiben, aber mit Barbara. Wann ist sie denn geflogen? Um 12:45 Uhr und gegen 20 Uhr wollte sie schon wieder zurückkommen. Dann ist also nichts mehr mit diesem Herrn Schilling. Sagen wir so, der lag es ab. Aber so ein Pech jetzt. Naja, vielleicht ganz gut. Dann kann ich in der Zwischenzeit reinen Tisch machen mit dem Herrn von der Kripo. Sie meinen? Das tun, was ich längst hätte tun sollen. Ihm klar machen, dass Barbara meine Frau ist und nicht seine. Der Vertrag ist unterzeichnet und die Nonnen ziehen an Ultimo aus, wenigstens offiziell. Ja, Ende. Na, was hat sie Ihnen gesagt? Sie hat mir nicht erlaubt, mit Ihnen darüber zu reden, aber ich soll Ihnen ausrichten. Sie dürfen den Namen Bad Kaltental verwenden und auch für die Fernsehserie. Ja, wieso das auf einmal? Fahren wir. Also, ich habe ja alles versucht, aber dieser schwarze Mamba ist ja einfach nicht beizukommen. Ja, mir hat das Gespräch auch auf den Magen geschlagen. Wenigstens habe ich am Schluss die Meinung sagen können. Aber in der Sache ist das letzte Wort ja noch lange nicht gesprochen. Die Frau Labern ruft jetzt die Benediktinerin in Freising an, ob die interessiert sind. Und wenn nicht die, dann die Franziskanerin oder Dominikanerin. Ja, es gibt noch mehr von ihrer Sorte. Und Konkurrenz belebt das Geschäft, wie es so schön heißt. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Nein, natürlich nicht. Aber das muss ja die Frau Dr. Dr. Reuter nicht wissen. Sie bleiben in Kaltental. Und wenn ich Himmel und Hölle in Bewegung setzen muss... Schilling? Was wollen Sie? Weiß Barbara, dass Sie hier sind? Nein. Und wenn es nach mir geht, muss sie es auch nicht erfahren. Es sei denn, wir prügeln uns und verpassen uns ein blaues Auge. Prügeln? Herr Bachmann, der Zug ist längst abgefahren. Nein, ich will es nur klarstellen. Sie hatten recht. Ich hätte mich wehren sollen und um meine Frau kämpfen. Nicht um Ihnen ihr Weltbild zu erhalten, nein. Meinetwegen und der Kinder wegen und des Lebens, was wir zusammen hatten. Ich werde alles tun, um Barbara zurückzugewinnen. Und wenn ich jede Nacht vor ihrer Wohnung Gitarre spielen muss. So was nennt sich nächtliche Ruhestörung. Ich denke, das können wir uns beide ersparen. Nein, nein, ich meine das ernst. Wissen Sie, Barbara hat sich wirklich die größte Mühe gegeben, Sie zu verdrängen. Sie hat meine Wohnung umdekoriert. Mir irgendwie das Leben zur Hölle gemacht. Eine liebevolle Hölle. Tja, aber das hat alles nichts genützt. Sie haben gewonnen. Ah ja? Ich liebe Barbara. Aber wenn ich irgendwas gelernt habe, dann, dass ein Mann wie ich die Frau, die er liebt, nicht auch noch heiraten sollte. Das weiß ich nicht, wenn sie ein Kind hat. Tja. Was halten Sie davon, jetzt wo wir schon in München sind, wir fahren zu Bischof Rossbauer und klären ihn über die neue Sachlage auf. Ich wette, der hat keine Ahnung von meinem Kompromissvorschlag. Das geht leider nicht. Ist ja mein unaufschiebbaren Termin heute und noch eine ganze Menge vorzubereiten. Termin ich? Nicht, dass ich wüsste. Ja, sicherlich die Wohltätigkeitsveranstaltung. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Mein Gott, es wird Ihnen doch irgendwas einfallen unterwegs. Barbara, da war so eine lange Schlange am Schalter, dass ich den Flug verpasst habe. Und für den nächsten wäre ich mal auf der Warteliste gewesen. Aber das hätte sich sowieso nicht gelohnt. Der kommt ja erst um 6 Uhr an. Und dann dachte ich, was ist, warum lachst du? Und wo ist die Kleine? Ach. Die habe ich dem netten Herrn mitgegeben, der dir die Blumen gebracht hat. Was? Ja, er hat gesagt, er kennt dich von früher. Und da er wieder in der Stadt ist, wird er sich gern mit dir treffen. Max? Ja. Kaum warst du weg, war er da. Hat er was gesagt? Ja, eine Menge. Aber frag jetzt nicht. Das soll er dir alles selber sagen. Er will Schluss machen, nicht? Mein Gott, Barbara, er wartet in der Wohnung auf dich. Jetzt komm. Gina, bitte. Jetzt sag doch was. Mensch, ich halte diese Ungewissheit nicht aus. Rebecca hat dich reingelegt. Wahrscheinlich, um dich nach London zu kriegen. Max hat keine Freundin. Es ist alles gut. Wenn du es nicht wieder vermasselst. Ganz bestimmt nicht. Danke.
Und jetzt los. Geh. Herr Wöller, Sie werden doch noch irgendwas anderes können, als den Elvis Presley nachmachen oder irgendwelche idiotischen Zaubertricks. Der Lehmann führt einen dressierten Pudel vor, der durch brennende Reifen springt. Was? Ja, dagegen habe ich keine Chance. Und den Triumph gönne ich nicht. Erinnern Sie sich doch mal an Ihre Schulzeit. Also ich zum Beispiel, ich war die Einzige in der Klasse, die sich getraut hat, vom 10-Meter-Brett einen Kopfsprung zu machen. Was? Ja. Also ich war der Einzige in der Klasse, der sich getraut hat, einen Maikäfer zu essen. Was? Ja, für 50 Pfennig, versteht sich. Aber wo kriegen wir jetzt um diese Jahreszeit einen Maikäfer her? Das heißt, da fällt mir was ein. Was? Ja, das ist nichts. Ja, was denn? Armdrücken. Armdrücken? Ja. Damit habe ich fast mein ganzes Studium finanziert. Also Sie meinen, da... Genau. Ja, aber das ist doch genial. Ja, was heißt genial? Ich meine, Fußball spielt da 90 Minuten. Und Boxkampf 10 oder 12 Runden. Und Armdrücken in 10 Sekunden. Ratzfatz ist es vorbei. Ich habe mal auf dem Jahrmarkt einen Freistilringer gesehen. Der hat jedem, der ihn besiegt hat, 1000 Mark gegeben. Was? Ja. Sie treten auf als der große Zampano. Und jeder, der Sie besiegt, dem spendiert das Autohaus Wöller 10.000 Euro. 10.000 Euro, Sie Schwester. Sind doch unbesiegbar, das haben Sie selber gesagt. Ja, schon. Ich meine, bis zum heutigen Tag. Das hat selbst der Hermann Huber nicht geschafft. Ja, und auf der anderen Seite, jeden, den Sie besiegen, der muss 20 oder 50 Euro in die Kasse von der Frau Dornfelder zahlen. Ach so. Das ist doch eine wunderbare Chance, um endlich Kaltental zu zeigen, wer hier der starke Mann ist. Der Platzhirsch? Genau, der Platzhirsch. Also, abgemacht? Also gut, Ihnen zuliebe. Dem guten Zweck zuliebe. Ja, aber 10.000 ist nicht. Bei der Konjunktur, ja? Also 1.000 allenfalls. Na schön. Trotzdem vielen Dank. Bis nachher. Ja, Frau Lahmann? Sie treten jetzt doch auf. Da wird sich die Frau Dornfelder aber freuen. Sie ruft jede halbe Stunde hier an. Dann rufen Sie sie jetzt an und teilen ihr mit, dass ich nach Lehmann und seiner Pudelnummer auftreten werde. Am Schluss der Veranstaltung. Und dann besorgen Sie mir so ein Sporttrikot mit Ringelpiez. Das gibt's in jedem Sportgeschäft. A la Preisboxer. Sie wissen, was ich meine. Was ist das hier? Das sind die Pläne für das Bad Kaltenthaler Kurhaus. Was? Ja, Herr Bachmann war hier und lässt ausrichten, dass er für die Bauarbeiten nicht zur Verfügung stehen wird, weil er einen Auftrag in London hat. Das Bad Kaltenthaler Kurhaus. Mein Traum. Unser Traum, Frau Laber. Den kann uns keiner mehr nehmen. Schon gar nicht die schwarze Mamba aus München. Da ist die Mama ja schon. Ihr seid alle schon nach Köln umgezogen und habt mich vergessen. Lotte, was ist? Lotte? Was ist aus, Felicitas? Es ist aus, vorbei. Für uns. Mit dem Kloster. Und ich bin schuld daran. Und wenn morgen früh die Sonne nicht aufgeht, dann bist du auch schuld. Ach, Lotte, wir alle wissen doch, wessen Schuld das ist. Also bitte, zieh dir diesen Schuh nicht an. Komm, du bist ja kreidebleich. Doch, Felicitas, es ist meine Schuld.
Die Mutter hätte den Vertrag nie unterschrieben, wenn ich mich anders verhalten hätte. Die Mutter tut, was sie will. Und weder du noch sonst wer darf sich einbilden, je eine Entscheidung von ihr beeinflussen zu können. Na, ich anscheinend doch. Jedenfalls hat sie das selber gesagt, gerade vorhin, als ich mit Wöller bei ihr war. Du warst mit Wöller? Ja, das ist mein größter Fehler. Sie glaubt, er lässt uns nur deshalb hier wohnen, weil er in mich verliebt ist. Na und? Es soll Männer gegeben haben, die haben aus diesem Grund Frauen Opernhäuser gebaut und Schlösser und das Taj Mahal. Felicitas. Mein Gott, Lotte. Das war doch vom ersten Tag an klar, dass der Wöller in dich verschossen ist. Mir jedenfalls. Und du inzwischen auch. Steter Tropfen hüllt den Stein. Apropos Tropfen. Du brauchst dringend einen Klostergeist. Das ist genau der Grund, warum die Mutter Oberin sein Angebot abgelehnt hat. Er hat sie nach Strich und Faden fertig gemacht. Und jetzt rächt sie sich damit, indem sie uns alle nach Köln schickt. Das kann ich nicht glauben. Ach, doch, Felicitas, das ist der Grund. Ach, das war ein schlimmer Tag. Und sie tut das nicht nur aus verletztem Stolz, sondern auch, weil sie Angst um mich hat. Oh mein Gott. Ja, liebst du den Wöller denn? Nein. Ja, nein. Ich meine, er hat ja irgendwie ein Potenzial und ich versuche das halt einfach herauszukitzeln. Er geht in seiner Arbeit total auf und liebt seinen Kaltental über alles. Aber dann kommt immer irgendwie wieder dieser Realpolitiker-Schweinehund in ihm hoch. Entschuldige bitte, aber so ist es doch. Ach, und dann diese verdammte Heilquelle. Das habe ich heute früh zu Agnes auch gesagt. Die Heilquelle. Das ist wie bei den Goldgräbern. Da denkt jeder nur noch ans Geld. Ja. Ach, was seid ihr? Eine Katastrophe. Die Heilquelle. Ich glaube ja, es hängt mit dem Erdbeben zusammen. Jedenfalls, es gibt kein Wasser mehr. Schaut mal, das ist das Einzige, was ich noch rausbekommen habe. Wenn die Not am größten ist, ist Gott am nächsten. Ja, was machen wir denn jetzt? Nichts, Agnes. Wir machen einfach nichts. Aber das geht doch nicht. Du wirst niemanden auch nur ein Sterbenswörtchen davon verraten. Kein Sterbenswörtchen. Warum denn nicht? Das ist unsere Chance, Agnes. Wir dürfen jetzt nur keinen Fehler machen und uns in die Karten schauen lassen. Ach so. Du willst? Und das der Wöller dann? Genau. Und vor allen Dingen die Mutter Oberin. Da will ich aber dabei sein, wenn der Wöller das erfährt. Wir werden dabei sein. Und zwar heute Abend bei der Wohltätigkeitsveranstaltung. Genau. Ich weiß auch nicht. Gerade war ich noch ganz tief unten. Und jetzt? Sie kommen vielleicht doch nicht. Das verdanken Sie auch nur seiner Exzellenz. Und der Großherzigkeit und Großmütigkeit Ihrer Mutter Oberin, die in Demut und dem Wort unseres Heilands folgend ihren Feinden vergibt und Gutes tut. Auch denen, die sie nicht ausstehen kann. Schwester Agnes hat ein paar Schnittchen vorbereitet. Und wenn Exzellenz vorgehen möchten, ich hätte mit der Mutter noch ein paar Worte zu reden. Ja, sehr gerne. Vielleicht gibt es sich auch noch ein paar von diesen köstlichen Ingwerplätzchen. Sie sind aber noch im Ofen. Oh, Schwester Lotte, falls es um den Verkauf des Klosters geht, wir können uns das ersparen. Es haben sich ein paar völlig neue Gesichtspunkte ergeben. Können Sie sich vorstellen,
dass ich es doch noch schaffe, für Sie und für uns einen Triumph über Herrn Wöller zu kriegen? Schwester Lotte. Nein, es ist mein Ernst. Herr Wöller wird heute nach der Vorstellung auf Sie zukommen und Sie auf Knien anflehen, ihm das Kloster wieder abzunehmen. Zu Ihrer Information, Herr Wöller hat mir mitteilen lassen durch sein Büro, dass die Benediktinerinnen aus Freising hier einziehen werden. Also vergessen Sie's. Das werden Sie nicht, wenn Sie Ja sagen. Ja zu was? Dass meine Mitschwestern bleiben dürfen. Was Sie mit mir machen, das überlasse ich Ihnen. Moment mal. Sie glauben, Herrn Wöller dazu bringen zu können, dass er mich auf Knien anfleht, ihm die Immobilie wieder abzunehmen? Naja, auf Knien kann ich nicht garantieren, aber das andere schon. Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Und wie die Erfahrung lehrt, ist das in der Regel auch der Fall. Also, wenn ich es schaffen würde, dürften wir dann bleiben? Also in diesem höchst unwahrscheinlichen Fall dürfte auch seine Exzellenz nichts ergeben haben. Aber kommen Sie, da muss ich ja unbedingt in Freising anrufen. Das gibt's doch nicht, dass uns die Benediktinerinnen in den Rücken fallen. Kein Kommentar, Hermann. Ich mache das nur für uns und für einen guten Zweck. Und du wirst mitspielen. Mitspielen? Ja, du kennst so Armdrücken, oder? Ja. Die Frau Dornfelde wird mich heute Abend als unbesiegbaren Weltmeister im Armdrücken vorstellen. Und wenn einer aus dem Publikum Herrn Wöller besiegt, dann muss das Autohaus Wöller 10.000 Euro spendieren. 1.000, Frau Laubmann, 1.000. 10.000 wirst du spendieren. Was? Ja, wenn du gegen mich antrittst und gegen mich verlierst. Sag mal, 10.000 bist du nicht ganz dicht. Aber was soll's? Dich drücke ich doch mit links. Ja, was regst du dich dann auf? Jedenfalls wird's gut aussehen, wenn du auch mal was spendest. Und nicht nur immer die Hand aufhältst. Gell, Frau Laber? Ja. Sag mal. So. Ja, da ist er, ja, unser Star des Abends, Herr Wöller. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich Ihnen bin. Frau Dornfelder, Sie wissen doch, für guten Zweck bin ich zu jeder Schandtat bereit. Ich war Hermann. Ja. Frau Laber, willkommen, Herr Huber. Ach nee, die Mutter Oberin, seine Exzellenz. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Soll das etwa heißen, dass sie den Vertrag noch nicht unterschrieben hat? Das Kloster gehört uns, Frau Laber. Klären Sie den Herrn doch mal auf. Gott zum Gruße, Hut ab, das hätte ich nicht von Ihnen erwartet. Soll das heißen, dass Sie es sich vielleicht anders überlegt haben? Bitte, Herr Wöller, begnügen Sie sich mit Ihrem Erfolg. Und ersparen Sie uns jedwede Häme, ja? Kommt. Moment, haben Sie meine Nachricht nicht bekommen? Die Benediktinerin aus Freising haben mein großzügiges Angebot angenommen. Herr Wöller, ich fürchte, Sie müssen sich einen neuen Dummen suchen, der sich als Feigenblatt für Ihre Zwecke einspannen lässt. Die Benediktinerinnen aus Freising sind dank meiner Aufklärungsarbeit nicht dazu bereit. Was höre ich da? Sie wollen sich als Weltmeister im Armdrücken lächerlich machen? Haben Sie sich schon mal angeschaut? Sie schmales Handtuch. Sie verwechseln Fett mit Muskeln, Herr Wöller. Aber bitte, es wird mir ein Vergnügen sein, Sie im Sinne der guten Sache auf die Matte zu legen. Und von was träumen Sie nachts? Nur ganz kurz. Ich muss gleich wieder weg. Ich hatte vorher keine Zeit. Du weißt ja, was passiert ist. Ich wollte mich bei dir bedanken. Das war ein genialer Einfall mit der Heilquelle. Jetzt musst du nur noch dafür sorgen, dass die Mutter Oberin uns auch alle hier bleiben lässt. Ja, wir kommen zum Spiel. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Das war der wunderbare Kinderchor der Goetheschule in Kaltental. Und jetzt, meine verehrten Gäste, habe ich die Ehre, Herrn Heinz Lehmann anzukündigen mit seinem sensationellen Hundedressurakt. Applaus bitte für Heinz Lehmann und seinen Riesenhund Fussel. Lassen wir uns wirklich diese Hunde fragen? Ehrlich, Frau Reuter, dann entscheiden Sie sich. Schwester Lotte wird schon kommen. Herr Herbst!
so springt er ja nie an. Das wird nicht. Ach komm, vergesst es. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch echt nicht sein. Mensch, was machen wir jetzt? Ich habe sie mal wieder keinen Parkplatz gefunden. Nein, und wir haben alle im Halteverbot geparkt. Bitte parken Sie uns doch um. Guten Abend, ehrwürdige Mutter. Oh, Exzellenz. Was ist denn mit Ihnen passiert? Oh, das ist nicht der Rede wert. Wir haben es überstanden. Ja, in der Tat. Und jetzt habe ich das besondere Vergnügen, unseren frisch gebackenen Herrn Bürgermeister auf die Bühne zu bitten. Herr Wöller hat sich für unsere diesjährige Gala etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Die Spielregeln wird Ihnen der Mann mit dem stählernen Arm gleich persönlich erläutern. Hochgeschätztes Publikum, dass ich auf der politischen Bühne dank Ihrer Stimmen unschlagbar bin, das habe ich wohl schon unter Beweis gestellt. Und dass ich das Schifflein Kaltental mit starken Armen in eine bessere Zukunft steuern werde, ist selbstverständlich. Aber dass diese starken Arme auch jeden, der den Mumm hat, gegen mich anzutreten, hier auf diesem Tisch niederdrücken werde, das gilt es noch unter Beweis zu stellen. Allerdings müssten die Verlierer 20 Euro in dieses Spendenkörbchen unserer bezaubernden Gastgeberin bezahlen. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich unterliegen sollte, werden 1000 Euro von dem Autohaus Wöller hier in dieses Körbchen rüberwachsen. Moment! Ich dachte 10.000 Euro. Nicht von mir. Die kommen von der Baufirma Hermann Huber, der als erster sich bereit erklärt hat, gegen mich anzutreten. Applaus für unseren Hermann Huber. Also. Gott, ist das vulgär. Manchmal heiligt der Zweck die Mittel. 10.000 für die gute Sache sind nicht zu verachten. Ich bin versucht, es selbst zu probieren. Exzellenz. Auf die Plätze. Fertig. Los! Das wirst du mir büßen. Gib doch auf, du Flasche, du hast dagegen mich sowieso keine Chance. Ich habe mal was vom psychologischer Kriegsfilm gehört. Von was? Dein Hosenstall ist offen. Danke, 10.000 Euro! Wir bedanken uns! Und jetzt? Wer wagt es als Nächste? Also, meine Herren, ich muss schon sagen, Sie enttäuschen mich. Ich. Einen Applaus für Herrn Wachtmeister Bayer. Mehr? Sollten uns die 1000 Euro vom Autohaus Wöller verloren gehen? Ich erhöhe auf 10.000 Euro. Herr Wöller hat auf 10.000 erhöht. Niemand? Doch, ich. Lotte. Lotte. Heiliger Strohsack. Das darf doch alles gar nicht wahr sein. Ich weiß. Das ist ein schier aussichtsloser Kampf. Aber David hat gegen Goliath ja auch gewonnen.
Ich kann mir die Augen verbinden lassen und mit der linken Hand drücken. Danke, das ist nicht nötig. Als Gentleman würde ich Sie ja gewinnen lassen. Aber es ist leider nicht möglich. Das erwarte ich gar nicht von Ihnen. Also kommen Sie, bringen wir es hinter uns. Nun, dann bitte ich um Applaus für Schwester Lotte. Fertig. Los! Alle Achtung, warum sind das gelernt? Ich muss Ihnen eine sehr traurige Mitteilung machen. Die Heilquelle ist versiegt. Wie? Versiegt? Ja, ich weiß auch nicht. Das Erdbeben hat sie scheinbar umgeleitet. Und das ist kein schlechter Witz. Nein. Jetzt können Sie wenigstens nicht mehr behaupten, dass wir das vor der Unterzeichnung des Vertrages gewusst haben. Kein Kurhaus? Kein Bad Kaltental? Meine Wähler lynchen mich. Herr Wöller, Sie können doch nichts dafür. Gegen die Natur ist man machtlos. Und ich bin mir sicher, die Mutter Oberin zerreißt den Kaufvertrag. Jetzt, wo sie doch noch gewonnen hat. Und Sie? Bleiben?